Wir werden alt, aber die Lebensqualität ist nicht die, die sein müsste. Darum geht es. Und da jeder Mineralmangel, selbst wenn du nur Magnesiummangel hast, dich in den Symptomen zeigt, ja, nennen wir das ja Zivilisationskrankheiten. Ganz herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer. Und Andreas Paffrath, dein Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 3, krank trotz gesunder Ernährung, zweiter Teil. Ja, also ganz herzlich willkommen im ersten Teil, wenn du ihn denn schon gehört hast, hast du eine ganze Menge gelernt über gesunde Ernährung und was vielleicht auch nicht so gesund ist, obwohl man denkt, dass es gesund ist. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann wäre es ganz gut, wenn du die erst anhörst, damit du auch dem folgen kannst, denn wir bauen direkt darauf auf. Mhm. Denn wir haben damit aufgehört mit der Frage, wo nimmt sich denn der Körper die Mineralien her, die ihm fehlen? Wir hatten ja dieses schöne Beispiel vom Zucker, der industriell verarbeitet wird und der ja, ganzes Spektrum braucht an Mineralien, um das alles zu verstoffwechseln, aber das hat er eben nicht und er braucht es aber. Wo nimmt er sich die Mineralien her, die ihm fehlen, Florian? Naja, der Florian sagt dann immer, wir werden alt, aber so einfach ist es nicht zu erklären. Die Zuckerrübe, ja, die hat natürlich über 18 Vitamine und Mineralstoffe als Beispiel. Durch die Zuckerherstellung sind wir bei 2 Mineralstoffen. Das heißt, 16 fehlen uns. Und wenn ich jetzt den Zucker zu mir nehme, dann sagt er sich, okay, wo kriege ich ihn her? Also erstmal aus den schnell löslichen Körperteilen. Hä? Schnell löslichen Körperteilen? Ja, und das ist unser Alterungsprozess, also Bindegewebe, Haut, Haare, Nägel. Die Sehkraft wird schlechter, wir hören schlechter, wir riechen schlechter, wir schmecken schlechter, wir werden gereizt, ja. Er nimmt sich aus den Sehnen, aus den Arterien heraus und erst am Schluss, Andreas, aus den Knochen, aber ganz am Anfang auch aus den Zähnen. Und das erklärt auch, warum die Kinder in der heutigen Zeit so viel Mundfäulnis haben, kaputte Zähne. Wenn man heutzutage irgendwo in den Bergen tief unter 800 Metern Geröll findet man Steinzeitmenschen, bei denen sind die Knochen zersetzt, aber die Zähne sind noch ganz, zeigt die Fehler der heutigen Zeit auf, eben Nahrung, die mineralarm ist und der Körper nimmt sich das. Und das nennt sich das Puffersystem. Also dein Mineralerbguteimer, den dir deine Mutter von deiner Geburt an gegeben hat. Und das erklärt auch, warum es Menschen gibt, die ihre Krankheiten erst mit 40, 50 bekommen und manche schon mit 20 und 30. Das hängt von dem Erbgut der Familie ab. Das heißt, der Knochenbau, die Knochendichte, das Stammpotenzial, was die Mutter in der Lage ist, dem Kind abzugeben. Weil sonst würden ja alle, die die gleiche Schokolade essen, die vielleicht nicht gut ist, alle zur gleichen Zeit die Probleme kriegen, wenn alles gleich wäre. Da wir aber so unterschiedlich sind, zeigt sich das dann auch in unterschiedlichen Symptomen, in unterschiedlichen Eigenschaften. Aber eins kann ich dir sagen, warte mal ganz kurz. Eins kann ich dir sagen, wenn dir nur ein Mineral fehlt in deinem Körper, dann kriegst du ein Symptom, wie auch immer sich das zeigen mag. Also Florian, du hast diese Sachen gerade so runtergerattert, mir ging es ja viel zu schnell. Also wo holt der Körper sich die Sachen? Fangen wir doch mal einen nach dem anderen durch. Also Haare hast du gesagt. Naja, angenommen, dir fehlt das Magnesium. Du trinkst Kuhmilch, ja, dann fehlt dir in der Kuhmilch, die nicht vorhanden ist, Magnesium und Kalzium als Beispiel. Wo findet man im Körper Magnesium und Kalzium? In welchen Körperteilen? Ja, keine Ahnung, du bist der Experte. Also, gut, zum Beispiel, ja. Kalzium, Magnesium finden wir in den Knochen. Wir finden es aber auch in den Sehnen, wir finden es in den Muskeln, wir finden es in den Arterien. Es ist überall eingebaut. Warum? Also, es richtige Antwort, Kraft. Überall, ja, okay. Genau, es steht für Kraft und Magnesium steht für Durchblutung und Sauerstofftransport. Das heißt, jeder, der kalte Hände hat und kalte Füße, weiß schon, er ist eigentlich versäuert, weil dort zu wenig Magnesium da ist. Deswegen kommt dort auch kein Blut durch, weil die Zellen sich nicht mehr öffnen können, sie werden nicht durchblutet, die Schlacken lagern sich dann dort ein, Magnesiummangel. Ja, also was ist dann das Symptom letztlich? Die Haare fallen aus, ja? Die Haare werden dünner, ich kriege hier Kränze hinten, wenn ich jünger bin, irgendwie hinten am Kopf oder hier die Geheimratsecken. Genau. Die Haut wird blass, die Haare fallen aus, die Elastizität unserer Haut, das heißt, wir werden steif. Unsere Muskeln werden nicht mehr durchblutet, das heißt, die Milchsäure bleibt drin. Wir können uns nicht mehr dehnen in der Vorbeuge. Ja, wir können kein Rad mehr schlagen, wir schaffen keinen Kopfstand mehr. Wir können kaum noch Liegestütze oder Klimmzüge machen. Darin zeigt sich also schon ein Symptom von Mineralmangel, Muskelkrämpfe. Das kennt jeder. Auch Magnesium-Kalziummangel zum Beispiel durch Blutungsstörungen. Ja? Wir sind launisch, wir werden aggressiv, Muskelzuckungen, die sich zeigen. Schlechte Sehen haben wir schon genannt.
da bedient sich der Körper schon lange aus dem alten Erbgut. Ja, das heißt, wir werden schneller alt. Ja, und ja, aber eigentlich heißt es ja, biochemisch gesehen, wir versäuern, also wir übersäuern. Warum übersäuern? Wo kommt denn jetzt die Säure her? Naja, stell dir mal vor, du isst eine Möhre, die nur noch 15% Nährstoffe hat, aber du hast 100% Faserstoffe. Und irgendwo hat sich die Natur das ja gedacht, dass in jeder Möhre so und so viele Nährstoffe drin sein müssen, dass sie Energie abgibt, aber auch wir Energie brauchen, um die Möhre wieder auszuscheiden. Also der Müll, was übrig bleibt, muss ja wieder raus. So, bei 15%, da bleibt nichts mehr übrig. Du isst die Möhre, 15% kommen in den Körper, er muss aber wieder ausscheiden und du hast das Problem, dass du mit einem mineralischen Defizit aus der Sache rausgehst. Das heißt also, der Körper verliert mehr, als er gewinnt. Das ist fast so wie unser Steuersystem in der heutigen Zeit. Wir arbeiten zu 100% und 20% bleiben übrig. Irgendwie erinnert mich das an das Gleichheitsprinzip. Aber letztendlich ist es so, dass das Blut zu sauer ist und der pH-Wert unseres Blutes muss ja immer 7,365 sein. Das heißt, bei 6,9 bist du technisch gesehen tot. Auch bei 7,9, also auch zu basisch, ist nicht gut, bist du auch tot. Und ich möchte da so ein kleines Beispiel mal bringen vom Kaffee. Wer trinkt nicht gerne Kaffee, André? Jetzt bitte nicht auch noch unseren Kaffee schlecht machen, ja? Also bitte. Nein, der Kaffee ist da gar nicht so schlimm. Aber der Kaffee hat durch die Einnahme, normaler Filterkaffee, ich spreche jetzt nicht von einem frischen Espresso, der rechnet sich gegen null. Aber so ein Filterkaffee, Thermoskannenkaffee, dieser Aluminium-Kaffee. Instant-Kaffee und so weiter, genau. Dieser Kaffee hat einen pH-Wert von 4, den wir trinken. In dem Moment. So, das Blut hat aber da 7,365. Das heißt, der Körper muss irgendwas machen mit dem Kaffee, um ihn basisch zu alkalisieren, damit er übers Blut verstoffwechselt werden kann. Das heißt, von 4 bis 7,3 haben wir 5, 6, 7. Das heißt, 3 pH-Stufen macht 10, 100, 1000. Der Kaffee muss 1000-mal mehr mit Mineralien versorgt werden, damit er neutral verstoffwechselt werden kann. Und das klaut uns natürlich Lebensenergie, ist ja klar. Er reizt uns also. Durch den Reiz hat der Körper Stuhlgang, durch den Reiz sind wir leistungsfähiger. Aber in Wirklichkeit verbrauchen wir Mineralien von übermorgen. Und das zeigt sich dann spätestens 12 bis 24 Stunden später wieder in Müdigkeit, in Aggression. Ne? Da zeigt sich dann eigentlich das Mangelverhältnis, das wir eigentlich haben. Und dann trinken wir noch mehr Kaffee oder wieder einen Kaffee, um wieder in den Reiz zu kommen, Leistungsfähigkeit zu sein. Das ist eigentlich ein Schwindel. Das wird uns so eigentlich, wie ich es jetzt gemacht habe, noch nie erklärt. Ja, das stimmt. Also außer bei dir habe ich es auch noch nirgendwo gehört. Das heißt also, unterm Strich werden wir immer mineralärmer. Das ist eine Erklärung dafür, dass wir unterschiedliche Alterungssymptome haben. Ja, und was machen wir dann? Wir kriegen Hörgeräte, wir kriegen Perücke, die Hüfte ausgetauscht, die Gelenke ausgetauscht. Genau. Es gibt da natürlich Parteien, die sagen, super. Ja, es lässt ist ja, sich Geld verdienen. Ja, natürlich. Aber man kann ja nichts machen. Wir werden älter. Ja, das ist ja ganz normal. Richtig. Wir werden alt, aber die Lebensqualität ist nicht die, die sein müsste. Darum geht es. Und da jeder Mineralmangel, selbst wenn du nur Magnesiummangel hast, sich in den Symptomen zeigt, ja, nennen wir das ja Zivilisationskrankheiten. Das heißt, der Körper muss die Säuren ausscheiden. Die Mediziner, die wollen uns weismachen, es gibt keine Schlacken und es gibt keine Versäuerung, weil die haben ja Ausscheidungsorgane. Das heißt, die Blase, also die Niere, ne, der Stuhlgang, der Darm, der Mund, die Augen, die Nase, die Ohren und die Haut als größtes Ausscheidungsorgan, auch übers Schwitzen, bringt eigentlich die Schlacken raus. Wenn du aber mehr Schlacken produzierst, als du Regenerationszeit hast, verbrauchst du und reizt du deine Ausscheidungsorgane. Das heißt, jetzt mal langsam. Also jetzt sprichst du plötzlich von Schlacken, ja? Also erklär doch bitte mal genau, was sind jetzt Schlacken? Also wie du genau gesagt hast, das, was ich immer höre, ist, Schlacken gibt es ja nicht. Ja? Schlacken ist eine Erfindung, totaler Quatsch. Was sind jetzt Schlacken? Also wir waren jetzt gerade bei den Säuren. Wie kommen wir jetzt zu den Schlacken? Also, die Möhre, die du isst, die Möhre, die verdaut wird, das Abfallprodukt davon sind Säuren. Und die Säuren müssen raus. Ja, genau. Wenn die Säuren aber nicht ausgeschieden werden können, weil die Ausscheidungsorgane überreizt werden oder nicht genug Basen da sind, die die Säuren binden, um sie zu neutralisieren, also pH-neutrales Gleichgewicht, hat der Körper erstmal so die Aufgabe und sagt, ach, das mache ich übermorgen, komm, leg's mal weg. Kennst du das? Die To-Do-Liste? Okay, wir schreiben es uns auf. Wir lagern es irgendwo ein und das sind Schlacken. Das heißt, Säuren, die verdünnt werden, in Fett und Wasser und zellulär im Gewebe, im Bindgewebe eingelagert werden. Ja, jetzt fängt es bei mir an zu dämmern, ja? Weil wenn ich jetzt mal so angucke, wenn ich in Freibad gehe im Sommer, dann fällt mir auf, irgendwie hat sich da was geändert in den letzten 30 Jahren. Ich meine, so eine gewisse Tendenz zu erkennen, dass immer mehr Leute Dinge mit sich rumtragen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja.
Andreas, es gibt keine dicken Menschen. Gab es noch nie auf dieser Welt und wird es nie geben. Aber es gibt verschlackte Menschen. Und das sollte uns zu denken geben. Das heißt, das, was wir da sehen, was uns da suggeriert wird, das hat nichts mit dick oder nicht so gut oder du siehst schlecht und hörst schlecht zu tun. Sondern es hat damit zu tun, dass es darum geht, wir sind verschlackt, wir sind versäuert und es liegt in der Ursache an unserer selbst geschaffenen Lebensgrundlage, aber weil wir es nicht wussten. So, und wenn ich das plötzlich verstehe, dann habe ich plötzlich eine Möglichkeit, die es mir auftut, wo ich sage, jetzt habe ich verstanden, was da los ist, jetzt kann ich was dagegen tun. Ja, ich habe plötzlich einen Zusammenhang erkannt, den mir noch nie jemand erklärt hat. Und sobald das da ist, kriege ich plötzlich auch wieder Energie zu sagen, und jetzt habe ich einen Schlüssel und jetzt kann ich was dagegen tun. Und das es geht wie in allen in unserem Leben ums Gleichgewicht. Über das Thema, über das wir jetzt sprechen, da geht es um Säure-Basen-Gleichgewicht. Bei mir war das so früher. Ich habe mir mal in einer Woche aufgeschrieben, was ich alles so esse. Einfach mal so frei wild. Da war ich aber schon so ein bisschen bio. Da war ich auch schon so ein bisschen vegetarisch-vegan drauf. Ja? Ich habe es mir aufgeschrieben. Und am Ende der Woche habe ich mal gegoogelt, wie werden die Sachen im Körper verstoffwechselt. Da gibt es Tabellen ohne Ende. Und ich habe das ausgerechnet. Du wirst lachen, ich war bei über 75% Säuren. Und da brauchte ich mich nicht wundern, warum ich schlecht schlafen konnte, warum ich gereizt war, warum ich beim Sport nicht mehr hinterherkam, warum die Lunge nicht mehr mitgemacht hat, warum ich früh einen Kaffee und ein Weißmehlbrötchen brauchte, um hochzukommen. Ich war schlichtweg übersäuert. Und ich habe es verändert und mit jedem Tag wurde ich leichter, vitaler, dehnungsfähiger und glücklicher. Und das immer noch bis heute. Ja, klingt so einfach. Wenn man die richtigen Informationen hat, ist es auch einfach. Ja? Und deshalb, wenn man es weiß. Ganz genau. Und deshalb freuen wir uns auch schon auf die nächste Folge. Denn in der nächsten Folge wollen wir genau da richtig darauf eingehen, wie wir im 21. Jahrhundert, also heutzutage, richtig essen oder besser essen. Was es für Alternativen gibt zu den Dingen, die uns heutzutage angeboten werden in den meisten Geschäften. Ja, und ich glaube, da können wir uns drauf freuen, oder? Richtig. Um abschließend ein wichtiges Thema nochmal aufzuzeigen, um dass die ganze Sache rund wird. Es heißt also, wenn das stimmt, was ich sage, dann sind unsere Krankheiten, die wir heute haben, mit denen wir zum Arzt gehen, eigentlich nur Symptome von Mangelzuständen und Symptome von Ausscheidungskrisen. Und der Arzt, der gibt uns seine Pille, weil es halt schnell gehen muss. Wir müssen ja Steuern zahlen und arbeiten. Das haben wir alle. Das soll aber auch eigentlich Spaß machen. Um mit der Tablette das Symptom zu unterdrücken. Aber der Körper muss sich irgendwo dann später, ein paar Wochen später, eine neue Körperöffnung zeigen. Das heißt, wenn wir die Ursache verändern, geht auch das Symptom von ganz alleine weg. Und das ist logisch. Und wir können mit dem Essen anfangen. Das heißt, der erste Punkt, es gibt ja noch viele andere Sachen, Entgiftungen und so weiter und Bewegungen und wie auch immer, und gut atmen. Wenn wir die Ernährung schon umstellen, die macht ja schon mal fast die Hälfte unserer Tagesaktivitäten und so auch, ne? Du bist, was du isst. Das ist ja so wichtig, gutes Essen zu haben. Dann verändert sich unser Leben vital und deswegen freue ich mich auf unseren nächsten Podcast. So, wenn du noch was hinzugefügt hast, füge ich auch noch was hinzu. Und zwar, das, was wir heute machen, ist oft, ich habe das mal als Bild mal so erklärt bekommen, es ist so, wie wenn du im Auto fährst und plötzlich geht die rote Lampe an. So, was machst du, wenn die rote Lampe angeht? Du fährst natürlich zu jemandem, der sich damit auskennt, in die Werkstatt. Und was machen die natürlich? Die gucken dann, lesen Väterprotokoll aus und schauen dann, irgendwas muss gemacht werden, irgendwas ist kaputt und dann wird es repariert und dann geht die Lampe aus. Was wir aber heutzutage machen, ist eigentlich total pervers. Unsere Lampe leuchtet, im Bild gesprochen, also ich kriege einen Ausschlag, ja, ich höre schlecht. Der Frosch im Kochtopf, genau. Ja, ganz genau. Und was wird gemacht? Wir nehmen im Bild gesprochen den Hammer und hauen die Lampe kaputt. Und kleben Pflaster drüber, ja, damit wir sie nicht mehr sehen. Ja, und fahren weiter. Ja, und dann geht es weiter. Dann qualmt es hinten aus dem Auspuff raus. Weiß ich, dann machen wir einen Filter drauf, damit es nicht mehr so stinkt. Ja, dann quietscht es, dann setzen wir unsere Ohrschütze auf, damit es nicht mehr so laut ist und so weiter. Und irgendwann kracht das Ding, ja, und es wird immer langsamer, quietscht immer mehr. Aber die eigentlichen Symptome, die werden nicht angegangen. Aber das Problem ist ja, dass wir es einfach nicht erklärt bekommen. Und das ist etwas, das wir, wie gesagt, ändern wollen. Und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Hoffen, es hat wieder Spaß gemacht zuzuhören. Freuen uns, wenn du uns abonnierst auf iTunes, unseren Podcast. Und für den Start, ich wiederhole es nochmal gerne, haben wir die Aktion, dass wir ein Geschenk für dich haben, wenn du unseren Podcast eine positive Rezension hinterlässt auf iTunes. Dann haben wir ein Geschenk für dich, und zwar ein kleines Videopaket, wie du gesunden Kaffee, gesunde Milch, Schokolade und Eis sehr lecker zubereiten kannst.
und das möchtest du dir schenken, schick uns einfach eine E-Mail mit einem Screenshot. Und wenn du nicht weißt, wie du eine Rezension schreibst, dann guck in die Shownotes. Dort haben wir ein kleines Video aufgenommen, wo du dir anschauen kannst, wie das funktioniert. Ja, für heute sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Umsetzen der vielen Tipps aus dem Bonuskurs, wenn du dir, also diesem, sind vier Videos, meine ich, wenn du die geholt hast. Und freuen uns aufs nächste Mal. Und hast du noch ein Schlusswort für uns, Florian? Ja, das Thema ist richtige Ernährung und da bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkle, damit wir es alle besser machen können. So machen wir es. Also, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Florian Sauer und Andreas Paffrath. Wir hören uns. Ciao.